damit der Segen Abrahams unter die Völker käme in Christus Jesus. Galater 3, Vers 14. Shalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, hast du die richtige Einstellung? Wird dein Glaube bemerkenswert aktiv sein? Das ist aber da nicht möglich, wo du in der Welt hängst, wo, ja, nun sprichwörtlich der Tod herrscht, wo du Glauben der Welt angenommen hast. Dein Glaube, also der Glaube Gottes, kann nur dann aktiv werden, wenn du bereit bist, wahrhaftig dich an Gottes Ordnung zu orientieren, Gottes Ordnung wieder in deine Lebensbereiche zu lassen, deine Sünden zu bekennen, sodass er sie dir vergeben kann, deinen Körper reinmachen zu lassen durch den Heiligen Geist. Ja, dein ganzes Leben soll also in Ordnung gebracht werden. Die Herrschaft in den Machtbereich Christus Jesus zurückt. Solange es noch nicht ganz stimmt, du aber vollkommen bereit bist, diese Dinge zu tun, nun, dann wird der Heilige Geist in deinen Körper kommen. Wenn du den Vater bittest, im Namen Jesus bittest, dass du den Heiligen Geist haben möchtest, dass du hungrig bist, dass du ihn aufnehmen möchtest, dann wird er ihn dir geben. Nun, es ist aber elementar wichtig zu wissen, dass der Heilige Geist dann kommt, wenn wir bereit sind, Lehre anzunehmen. Dass der Heilige Geist genau dann kommt, wenn wir da sitzen und bekennen, dass wir Gott die Herrschaft in unserem Leben überlassen müssen, weil wir allein nicht fähig sind. Es ist so wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist nicht kommen wird, um dich zu übermannen und Dinge zu tun, die du nicht möchtest. Es ist eine innere Herzenseinstellung, die wir benötigen, um den Heiligen Geist aufnehmen zu können oder so, dass er überhaupt entscheiden kann, dass er zu uns kommt. Es ist so wichtig, nun den Heiligen Geist auch tatsächlich als das zu sehen, was er ist, nämlich unser Freund, unser Bewahrer. Der Teil Gottes, der bei uns ist, anstatt Jesus, um uns tatsächlich zu bewahren und um uns die Wahrheit zu zeigen, um uns ja Heilung zu geben und die Kraft Gottes durch uns in diese Welt zu bringen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu überführen. Deshalb muss der Heilige Geist in uns kommen, also auch in dich. Zuerst ist deine Sünde weg und du kannst klar sehen und dann andere ansprechen. Du wirst anfangen, die Sünde zu hassen. Du wirst sehen, wo Menschen einfach auf dem Holzweg sind. Aber es ist so wichtig, dass du selbst diesen Prozess der Reinigung gehst. Weil, wie hat Jesus gesagt, wie kannst du den anderen auf einen Splitter im Auge hinweisen, während du deinen eigenen Splitter noch, also während der Balge noch vor deinen Augen ist? Siehe Matthäus 7, Vers 3 bis 5. Der Ort der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist der einzige Einsatzort, wo der Christ die Macht über Satan binden kann. Das bedeutet, die Macht Satans kannst du nur dann binden, wenn du wirklich in Christus bist und der Heilige Geist durch dich die Vollmacht Jesus in diese Welt bringt. Der Teufel denkt, er habe ein Recht und ihm wird eine kurze Zeit bleiben, um dieses Recht als Fürst dieser Welt vorzuweisen. Aber er kann nicht Fürst sein, solange auch nur ein einziger Mensch da ist, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Nun, das ist doch der Grund, warum die Gemeinde, also der Leib Christus, vor der großen Trübsal geht, nämlich zu Jesus. Nun, wie können wir es wagen, uns von einem Leben mit Gott fernzuhalten? Wie können wir es wagen, die Kraft des Heiligen Geistes abzulehnen oder uns ihr zu widersetzen? Das geht nur, wenn der Widersacher Einfluss in unserem Leben hat, wenn er uns die Augen vernebelt, die Ohren zuhält, unser Herz von Gott abgewendet hat. Der gefallene Anteil in uns ist es, der sich von Gott wegwenden will, der nun selbstgerecht sein will, der selbst die Dinge in der Hand haben will, der nicht annehmen kann, dass Gott einen viel besseren Plan für uns hat. Aber wenn du deine Lebenseinstellung einmal hinterfragst, wenn du einmal hinschaust, ob du wirklich durstig bist, ob du wahrhaftig auch bereit bist, wahrhaftig bereit bist, das Wasser des Lebens, lebendiges Wasser des Lebens zu dir zu nehmen, die Wahrheit auch zu erkennen, der Wahrheit ins Auge zu blicken, weil das ist ein großes Handicap, dass viele Menschen gar nicht bereit sind, die düstere Wahrheit anzublicken und sich lieber selbst in eine Illusion bewegen, in der sie sich sagen, dass alles irgendwie Licht und Liebe ist und die Welt ja sowieso im Wandel und sie brauchen nichts weiter zu tun.
Es ist eine schöne Täuschung, die der Teufel hier eingebaut hat, um die Kinder Gottes gefangen zu halten. Aber was ist mit dir? Was ist mit deiner Sehnsucht? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Egal in welche Richtung? Bist du bereit, für ein wenig Spaß in dieser Welt deine Seele zu opfern? Oder bist du bereit, zu Jesus zu gehen, Sünde zu bekennen, die Wahrheit anzuschauen, um für die Ewigkeit befreit zu sein? Bist du bereit, etwas aufzugeben, um das Himmelreich zu bekommen? Bist du bereit, dein altes Ich und dein altes Leben sterben zu lassen, auf das Jesus durch dich leben kann und du ein Leben im Wunder vollbringst? Gibst du dem Herrn Zugang zu deinem Herzen, zu deinem Gewissen und zu allem, was dich ausmacht? Bist du bereit, die große Flut an Segen von Gott selbst in deiner Seele aufzunehmen? Bist du bereit, in die Ewigkeit verändert zu werden, den Heiligen Geist zu empfangen und Erfüllung und die ganze Höhe und Breite der Fülle Gottes in Jesus Christus zu empfangen? Nun, dann lass uns gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus komme ich vor deinen Thron und ich danke dir für die Liebe. Ich danke dir, dass dein Geist bei uns ist, Vater, der anstatt Jesus bei uns ist, um uns zu bewahren. Vater, nimm alles von meinem Herzen, was mich fernhält, wirklich durstig nach dir zu sein. Nimm alles von meiner Seele, was mich gefangen hält. Jesus, heile meine Augen, heile meine Ohren, sodass ich wahrhaftig hören und sehen kann. Heiliger Geist, sprich durch mich. Wirke durch mich, bring die Kraft Gottes in mein Leben, sodass ich lebendiges Zeugnis der Fülle Gottes bin. Im Namen Jesu. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja, scheue dich nicht, schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring, ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist, ist Liebe und Frieden. Und den sollst auch du erfahren. Wir freuen uns auf dich.